Die bösen Leute werden nicht ohne einen Kampf in die Nacht gehen. Sie werden versuchen, uns mitzunehmen, wie das böse Kind, was die Förmchen kaputt macht, wenn es sie nicht haben kann. Sie werden nicht teilen. Sie wollen diese Welt niederbrennen und uns alle mitnehmen, denn wenn sie es nicht haben, dann soll es niemand haben, einschließlich uns. Deswegen bin ich hier und von Gott dazu aufgefordert worden, die Chance zu nutzen, und ich vertraue auf Gott. Ich diene Gott, diesem Land und der Menschheit. Ich danke dem Herrn und euch, dass ich euch helfen darf. Was ihr nun sehen werdet, wurde bisher geheim gehalten, auf Kosten vieler Leben guter Männer. Ihr werdet die Geheimnisse der Regierung sehen. Bitte ladet das Video runter und verteilt es, damit es nicht gestoppt werden kann. Sie haben im Geheimen sich auf etwas Großes vorbereitet. Seht euch diese Türen an, welche mehrere Meilen unterhalb der Oberfläche sind. Dann bekommt man eine Idee, worauf sie sich vorbereiten. Sie haben eine Art fortgeschrittene Transporttechnologie, die diese Dumps verbindet und schneller als Mach 1 ist. Sie statten diese Basen massiv mit Essen und Vorräten aus. Ich möchte euch eben wissen lassen, wenn ihr zusätzliche Informationen wünscht. Ich gebe euch allen die Erlaubnis, mich über meine Gmail-Adresse zu kontaktieren. Etwas über mich. Ich bin über 20 Jahre Navy-U-Boot-Veteran. Ich hatte eine hohe Sicherheitsstufe und nahm am 22. August 1990 die rote Pille. Also knapp 30 Jahre Nachforschungen, 30 Stunden die Woche. Für mich ist das seitdem mein tägliches Dasein. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen, aufgrund der abscheulichen Dinge, die man mir gezeigt hat. Das, was für mich normal ist, ist für die meisten weit draußen. Die Technologien, die da draußen sind, sind so weit entwickelt und so viel weiter, als wir uns zu glauben trauen. Lasst uns nun über das militärische Dump-System sprechen und den unterirdischen Krieg. Ein verlängerter spiritueller Krieg um das Überleben des Eden-Erde und der Menschheit. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Es gibt vier Phasen in diesem verlängerten spirituellen Krieg zwischen Gut und Böse oder den bösen Kräften der Dunkelheit, die gegen den Plan des einen lebenden Schöpfers und denen, die sich dem einen lebenden Schöpfer zu dienen, verpflichtet haben. Es gibt vier Phasen, die abgeschlossen werden müssen, um diesen Krieg gegen die Kräfte der Dunkelheit, die vor Jahrhunderten zur Erde niederkamen und die Menschen angegriffen haben, zu gewinnen. Erstens, entferne sämtliche dunklen Kräfte aus dem Weltall um die Erde herum und halte diese Überlegenheit dauerhaft. Zweitens, entferne die dunklen Kräfte von den Lüften der Erde und halte diese Überlegenheit dauerhaft. Drittens, entferne die dunklen Kräfte von der Oberfläche der Erde und haltet diese Überlegenheit dauerhaft. Entferne die dunklen Kräfte von unterhalb der Oberfläche, aus allen Tunneln, Labyrinthen, Höhlen und Dumps und haltet diese Überlegenheit dauerhaft. Phase 1 und 2 sind großteils von den weißhütigen Patrioten und der Allianz abgeschlossen. Phase 3 macht starke Fortschritte dank der Q-Allianz und hat nur noch wenige deren Hochburgen übrig gelassen, hauptsächlich China, Iran und Israel. Innerhalb dieser Länder sind die Führungskräfte nun Patrioten und legen den Sumpf trocken und die Reinigung von den satanischen Leuten in den höheren Etagen geht weiter und innerhalb der Regierungen der Länder. In den USA hat das Trockenlegen des Sumpfes große Fortschritte gemacht und nach der Wahl 2020 werden große Veränderungen eintreten, angefangen mit Massenverhaftungen, Militärtribunalen und Exekutionen für die des Verrats schuldig befunden wurden.
Phase 4 hat nun begonnen. Der massive unterirdische Krieg mit einem Abruf sämtlicher Zweige des US-Militärs. 10.000 Militärs in Operation 29 Palmen, wobei Spezialeinheiten die Speerspitze bilden, indem sie Waffen benutzen, von denen nur sehr wenige wissen und auch nur geträumt haben. Und durch die immensen dämonischen Kräfte der Illuminati und deren weitläufiges Netz von untereinander verbundenen Dumps, die ebenfalls mit Highways verbunden sind, und einem Magnetschwebezug, der über 17.000 Meilen pro Stunde schnell ist, der alle Einrichtungen und Dumps überall auf der Welt verbindet. Ich klicke auf den Link, den Gene uns gegeben hat. Anders als alle Übungen, ein massives Kriegsspiel der Marine Corps findet bei 29 Palmen statt. Das ist eine gemeinsame Übung mit dem Marine Corps, Navy SEALs, den Rangers und der Nationalgarde. Eine massive Operation, die nötig war, um in die Dumps bei China Lake zu kommen, die sich bis unter Los Angeles ausdehnen. Von der U-Boot-Basis bei Coos Bay bis nach China Lake. Wie wir gleich noch sehen werden, ist der Großteil der Basis hinüber. Ein paar Reinigungen laufen noch. Sie sind fast damit durch. Daher kommen all die Feuer, zum Beispiel an der Oakland Bay Bridge. Auf der Seite der Brücke waren in San Francisco Feuer und in Porto Ranch waren auch Feuer, weil sie diese Wesen und Anlagen mit Feuer reinigen mussten. Wenn einige von denen sterben, kann das sehr ansteckend sein. Und sie sind fast damit durch. Der Großteil Kaliforniens ist sauber. Die Hochgeschwindigkeitszüge sind lahmgelegt und einige Dumps sind abgeschnitten. Die erste Karte zeigt die Dumps überall in der Welt, die nah an der Oberfläche sind, soll heißen bis maximal 80 Kilometer tief. Diese Karte zeigt die Verbindungen der großen Dumps untereinander, wie zum Beispiel der Halbinsel in Michigan. Eine Person sagte mir, dass diese Dump weit unter den Lake Ontario geht. Die Tunnel, die zum Lake Superior gehen, dort wo viele Kinder wegkommen, kann man dort sehen und dort wird gerade aufgeräumt. Die Tunnelsysteme, die nach Kanada reingehen, dort, wo die größten satanischen Anhäufungen sind. Man kann die Verbindungen zu Dulce sehen und den anderen riesigen Basen in New Mexico, Area 51 in Nevada. Und man sieht die alten Verbindungen zu China Lake, was nun ausgenommen wurde. Die Verbindungen, die nach San Francisco und weiter nach Washington und Kanada laufen, werden gerade schwer bearbeitet. Diese Karte sind die mittleren Dumps, die eher älteren Dumps. Und ich habe aus meinen Informationen herausgefunden, wie viel Wasser es bräuchte, um diesen ganzen Dumps zu fluten. Meiner Ansicht nach könnte es den Meeresspiegel drastisch senken, sodass eine neue Eiszeit bevorstünde, da man die tiefen Ströme unterbrechen würde, wie den Golfstrom oder den Horatio-Strom. Wenn man diese Ströme unterbricht, dann könnte es ganze Ökosysteme über den Haufen werfen. Daher müssen sie es im Nahkampf machen. Sie benutzen einige neue Waffen, wie bei der Basis in Twin Falls. Dort haben sie ein Loch in eine Lavaröhre gesprengt und dadurch wurde der Yosemite dazu benutzt, die Basis darunter zu fluten. Das sind nun die Basen, die extrem unten und sehr, sehr alt sind. Als die ersten satanischen Wesen hierher kamen, errichteten sie Basen extrem tief unterhalb von Sibirien und der Antarktis.
is in the Arctic and all of the bases up in Siberia, the deep, extremely deep satanic bases of the satanic beings and the demons. Und hier passiert der dämonische Kram, die richtig bösen Dinge. Daher steht auf dem Boden der Karte Wiccacraft. Das steht für schwarze Magie, Satanismus, satanische Magie, Rituale und Invokationen. All das ist dunkel und böse. Die Schlacht dort ist ziemlich schockierend, aber die Verbindungen unterhalb der Meere sind zu. Diese sind gesprengt und geflutet worden, damit haben sie keine Maglev-Verbindung von Kontinent zu Kontinent mehr. Das sind die letzten Rückzugsorte der Nephilim, der Blutlinie Kains. Zeichen dieses Kampfes können gesehen werden, zum Beispiel durch die Feuer aus den Gullideckeln und Bunkereingängen. Stormholes, Drains and Manholes, covers in California. Man sieht hier ein Feuer unter dem Eingang und dahinter sieht man den Rauch aus dem Gullideckel kommen. Schon abgefahren. Noch nie gesehen. Da geht viel unter der Oberfläche ab. Hier noch mehr Rauch aus einem anderen Gulli. In Alaska wurde die Brook Range sowie die beiden Basen Delta-Kreuzung und Fort Greely gesäubert. Die beiden liegen zusammen. In Arizona wurde Fort Huachuca, diese Basis wurde für Mind Control, Informationen, Genetik und Gefangenenlager für ausgebüxte ETs und manche Leute benutzt. Luke Air Force Base ist nun unter der Kontrolle der Weißhüte, ebenso wie die Gates Pass Basis. Die Gila Bergregion ist auch unter Kontrolle der Weißhüte. Dann ist da noch die Grand Wash Cliff Basis, die immer noch den Dunklen gehört. Aber sie sind abgeschnitten und man kann die Basis nur über den Highway 93 und über Behelfsstraßen erreichen. Green Valley und die Hualapai-Berge sind unter der Kontrolle der Weißhüte. Diese liegt 35 Meilen südöstlich von Kingsman in der Nähe von Las Vegas. Von nun an werde ich alle aufzählen, die unter der Kontrolle der Weißhüte sind. Rincon Mountain, Mount Lemmon, Page, welche unter dem Hoover Dam und dem Wasserreservoir herläuft. Safford und Santa Catalina, die Basis in Sedona, ein Auffanglager unterhalb des Indianerreservats und der Wikiup-Komplex, der gerade erst gefunden wurde, als man dort aufräumte. Man machte das gleich mit. Yucca Mountain, direkt neben der I-40 Richtung Kalifornien. Man sieht vier dicke Stromkabel in die Bergwand gehen. Das ist das Bild vom Eingang. Nun haben wir in Arkansas eine Basis neben dem Cherokee-Reservat. Und Pine Bluff bei den Koordinaten, die steht immer noch unter dunkler Kontrolle. Hier in Kalifornien sehen wir nun die Basis, von der wir den Artikel angesehen haben, 29 Palmen. Von dort aus übernahmen sie das massive Tunnelnetz unter Kalifornien und dies steht nun unter der Kontrolle der Weißhüte. Aber es war als eine No-Fly-Zone gekennzeichnet. China Lake wurde neutralisiert und mit Atombomben in den Tunnel zerstört. Die erste und dritte Explosion war ein Erdbeben der Stärke 6,1, die zweite eine von 7,1. Für die, die sich nicht mit Erdbeben auskennen, der erste Schock ist immer der stärkste, die nachfolgenden sind schwächer. Daran sieht man, dass das kein natürliches Erdbeben war. Es war auffällig, aber das war mit Absicht.
Diese wurde nun komplett zerstört. Dies war eine Ultrabasis, bei der sie mit Atombomben Platz schufen und hunderte Etagen mit Stahl einbauten, wo Kinder in Käfigen gehalten wurden. Hundreds of layers of steel flooring with cages in them that they put children in. Als eine große Gruppe der Spezialeinheiten da reinging, rettete sie 35.927 Kinder aus dieser Basis. Das war eine der größten MK-Ultra-Basen der Erde. Dankt Gott für das Militär, wie Trump und Q sagen, denn das sind eine Menge Kinder, die dort durch die Hölle gingen. Sie sind in Käfigen, ständig Sirenen, immer Licht, Elektroschocks und Misshandlungen, damit sie zu MK-Ultra-Sklavenrobotern werden. Nun zu Darwin, südöstlich von Darwin City. Dort ist eine Dump. Deep Springs ist nun unter Kontrolle der Weißhüte. Dann haben wir Fort Irwin, was ein Auffanglager war. Wenn Hillary gewonnen hätte, dann hätte sie alle Leute in diese Lager getrieben. Diese sind unter der Kontrolle der Weißhüte, Edwards Air Force Base. Die Dunklen kontrollierten noch Dodge Air Force Base. Die Weißhüte kontrollieren Hellendale. Das war die Lockheed Underground-Basis für Technologie für geheime Projekte. Los Angeles ist nun auch unter der Kontrolle der Weißhüte Richtung Edwards Air Force Base am Highway 14. Diese war für Technologieforschung für die Illuminati. Die Tehachapi Mountains, sie soll 42 Stockwerke tief sein und dort wurde viel Forschung für Hightech und Elektronik sowie Luft- und Raumfahrt gemacht. Mount Shasta, dort wird ständig etwas gesehen. Eine massive Basis für fortgeschrittene Raumfahrttechnologie, genetische Experimente, Weltraum- und Strahlenwaffen. Die Basis, von der man weiß, dass sie am tiefsten geht, womöglich über 800 Meilen. Kern River Bases, ein ausgehöhlter Berg direkt neben einem Wasserkraftwerk. Napa Valley Basis, deren Tunneln sich mit den Weinbergen nördlich von Napa verbinden. Dort wurden weiße Sklaven gehalten für Mind Control. Diese steht nun auch unter der Kontrolle der Weißhüte. Direkte Satellitenkommunikationsanbindung, Laserkommunikation, eine der Basen für die Fortführung der Illuminati-Regierung, 87 Äcker groß. As well as direct satellite communications, laser communications, a continuation of government site. In this case, we're talking continuation of the Illuminati government, in other words, the deep state. This was located on the Oakville Grade in Napa County, and it's a total of 87 acres, this Napa Valley facility. Norton Luftwaffenbasis ist auch unter der Kontrolle der Weißhüte, ebenso Quincy bei folgenden Koordinaten. In der Nähe von Palmdale ist eine Basis, sie wird Uano genannt und gehört McDonnell Douglas. Man kann sie am besten von Süden aus sehen. Dort ging es hauptsächlich um Hightech-Luftfahrtindustrie. Die Presidio-Basis, eine FEMA- und DOD-Anlage für die Region 9, die ist nun ausgebrannt. Sie läuft unter San Francisco her und wir haben vorher die Aufnahmen der Brände im Video gesehen. This was neutralized with underground burnout, which caused fires to be seen all the way down to Porter Ranch. San Bernardino Base. Die San Bernardino-Basis ist nun unter der Kontrolle der Weißhüte und verläuft unter dem ganzen San Bernardino-Tal entlang. Sie wurde mit Atombomben zerstört, die zwei Erdbeben der Stärke 4,5 und 3,2 auslösten.
two earthquakes at 4.5 and then 3.2. Again, aftershocks are not normally like that. They're different. And you can see a lot of the domes and facilities there on that map and all those interconnections. Yeah, so it may not be as much the San Andreas fault as it is all these wars going on down there, huh? Yes, sir. In Santa Barbara County gibt es eine Basis, die unter einer Diatomitader liegt, einem Gestein, was fast so hart wie Diamant ist. Diatomite is a very hard mineral. It's just slightly less hard than a diamond. So there, da wird es noch ein wenig dauern, bis wir da reinkommen. Die bleibt noch unter der Kontrolle des Deep State. Die Basis in Santa Rosa ebenfalls. Diese Basis wird von der FEMA kontrolliert. Was dort geschah, ist noch geheim, aber die Basis hat eine sehr gute Kommunikationsanlage mit einem Antennenfeld, aber das kann man für vieles nutzen. Die Basis unter den Bergen der Sierra Nevada ist eine sehr tiefe Basis. Die Tehachapi Range in der Nähe des Canyons ist 1995 fertiggestellt worden. Die Basis wird die Unheilige Sechs-Basis genannt. Der Trona-Komplex wird von den Weißhüten kontrolliert und liegt direkt unter der Argus-Spitze. Diese wurde in den 60er Jahren gebaut und wurde mit China Lake neutralisiert. Genau wie die nächste, Benicia, die ein Teil des Basenkomplexes war. Die Basis auf der Catalina-Insel ist noch unter dunkler Kontrolle. Dann Chocolate Mountain und Death Valley. Ebenso Lancaster-Komplex für Flugzeugdesign, Antigraf-Entwicklung, Stealth-Fahrzeuge und Tests 42 Stockwerke tief. The entrance was in the bottom of an abandoned mine shaft. Then there's a Lancaster base, which is used for aircraft design, anti-gravity engineering, stealth craft and testing, and it's 42 levels deep. Die Lawrence Basis, eine internationale Basis zur Forschung am menschlichen Genom Nummer 19 und Lasereinrichtungen. Frisch für 1,2 Milliarden Dollar gebaut. Chromosom 19 ist wichtig fürs Klonen, da Klone nicht ganz identisch aussehen und nicht die gleichen Fähigkeiten haben. This was a newly built lab that cost $1.2 billion, and it was for the laser facility that they had there that had to do all of that technology and engineer all that. Der Komplex bei Moreno Valley und Mount Lassen sind nun unter der Kontrolle der Weißhüte. Der Needles und der Palmdale-Komplex, wo an Flugzeugdesign und Antigraf geforscht wurde, wird noch gesäubert und ausgebrannt. Diese sind noch nicht ganz unter der Kontrolle der Weißhüte. Die Tehachapi-Einrichtung von Northrop, 42 Stockwerke tief. Die Ukiah-Einrichtung und Cocoa Weave Peak, eine alte Minenstadt, unter der sie eine Basis bauten, sind nun auch unter weißer Kontrolle. Als nächstes Colorado und die Alamosa-Basis. Dort sieht man viele schwarze Helikopter der Spezialeinheiten. Sie ist komplett gesäubert. Die Brook Cliffs-Basis ist noch unter dunkler Hand. Boulder wurde gesäubert. Das war eine Art Hauptquartier für die EMC, eine Art von elektromagnetischem Mind Control, um das Denken zu beeinflussen und um MK-Ultra-Sklaven zu kontrollieren. Dies sollte sehr wichtig werden, wenn wir genug mit den Nanopartikeln in der Luft und im Wasser sowie in Impfungen gesättigt worden wären. Aber auch durch die Smartphones. Ebenso wurde Genetik sowie Geologie und Minenarbeiten in den Tunneln betrieben. Big huge facility was for genetics and geology mining as well as related to advancing technology for tunneling and underground construction. Under White Hat control,
Das Folgende ist nun unter Kontrolle der Weißhüte. Ein Teil eines riesigen Komplexes, Colorado Springs, bis zu den NORAD- und FEMA-Basen. Viele hundert Leute arbeiten dort. Es sind mindestens 4,5 kubische Meilen an Platz dort und 45 Gebäude. Dieser Komplex verfolgt tausende Satelliten, Raketen, U-Boote und vieles andere. NORAD kontrolliert auch die Monarch- und MK-Ultra-Sklaven und dort wurden die Endzeitprogramme wie Alex, Janus und Alexos stationiert. Diese Leute sind nun in Heilung. Sie bekommen die Implantate rausgenommen, da viele gar nicht wissen, dass sie Teil des Programmes sind. Die NORAD-Einrichtungen hat 1278 Meilen unterirdische Straßen. Diese sind nun auch gesäubert. Wir werden mehr darüber erfahren, wenn der Durham Report raus ist. Aber man wird den Notstein ausrufen müssen für diese Bots, die nicht einmal wissen, dass sie welche sind. Dann ist da noch Fort Collins, was noch in Arbeit ist. Dies ist unter der Universität von Fort Collins. Dann Denver und der DIA. Denver International Airport besteht aus 5 Einrichtungen. Und zwar noch bevor sie die Runways in Hakenkreuzform gemacht haben. Die ersten beiden haben 70 Stockwerke. Der Komplex geht 8 Städte tief, eine über der anderen, und die tiefste hat einen Radius von 22 Meilen. Dort gibt es Einrichtungen für Konzentrationslager, um die Leute im Falle eines Atomkrieges trennen zu können. Eine massive Basis. Ich war dort und hörte Leuten zu, wie sie darüber erzählten und mir eine Tour anboten. Wenn man aufpasst, dann kann man sehen, wie das untereinander verbunden ist. Man kann es an den Zügen sehen, die das gleiche Ziel haben und in andere Richtung fahren. Wenn man sich dann beim DIA umsieht, dann sieht man den Stacheldraht, der nach innen zeigt. Er hält Leute drinnen, nicht Leute davon ab, reinzukommen. Man sieht auch Abluftrohre aus dem Boden kommen und Laster, die auf einen Fahrstuhl in die eine Richtung reinfahren und andersherum wieder rauskommen. 2 Labore wurden durch Wissenschaftler zerstört, die einen Toter-Mann-Mechanismus gefunden haben in 2012. Für die Leute, die da leben, gab es ein Erdbeben der Stärke 4,7. Der Pina Boulevard war im guten Zustand, aber trotzdem rissen sie ihn auf und machten ihn neu. Genauso wie er vorher war, aber dort führt eine Maglev-Zugstrecke nach Washington, D.C. Und sie wollten den Zugang dazu haben. Zwei Wissenschaftler gaben ihre Leben dafür, dass die ganze Region nicht vernichtet wurde. Man sieht überall Stacheldraht, Röhren aus dem Boden und Betonbarrieren. Falls ihr dort mal hinfliegt, dann könnt ihr die Eingänge sehen. Die Basen sind viel größer als die Stadt auf der Oberfläche.
Als man dachte, dass ein Meteor die Erde treffen würde, flog Obama nach Denver und ging in den Untergrund. Es ist eine der Basen für die Erhaltung der Regierung bzw. des Deep State. Es gibt einen Atomreaktor in der Nähe und einen unterirdischen, um den Strom zu liefern. Sämtliche Maglev-Zugstrecken kommen und gehen nach Denver. Es gibt massive Anlagen für MK-Ultra und Delta-Orion-NZ-Programmierung. Dort lagern für 150 Jahre Essen und sie haben einen unterirdischen See dort mit Pflanzen und Tieren, der sich über viele Meilen erstreckt. Es soll ein 7-Sterne-Ressort sein. Dies wird mit 2 Fusionsreaktoren mit Energie versorgt und soll Teil des Tesla-Erdenergiesystems sein. Diese Basis geht 88,3 Meilen tief und besteht aus 8 Städten übereinander. Man kann einen Zugang direkt unter dem ersten Runway sehen. Wenn man sich DIA ansieht, dann sieht man, dass die Runways in Hakenkreuzform sind und in DIA sind eine Menge dämonischer Darstellungen. Alles voller Gargoyles und auf dem Weg zu den Runways ist eine Statue von Anubis und eine Plakette, die besagt, dass dies der NWO-Flughafen ist. Die Grand Mesa-Basis und die Montrose-Basis sind komplett gereinigt. Eine Basis in Creed unterhalb der alten Minenschächte, die ziemlich weitläufig ist. Then the Creed, that's reached through old mine shafts of the silver mines in Creed. Die Delta-Einrichtung, die Falcon Air Force Basis und die Gore Ranch, die westlich von Denver ist. Dort ist die Bücherei und die Datenzentrale der NWO. Die San Juan Valley Dump erstreckt sich das ganze Tal entlang. Der Eingang ist hinter einer Krokodilfarm und einem Büffelweideland versteckt. In Telluride ist eine Basis nahe der Skistrecken. Wenn man zu nahe kommt, wird man von den Brettern geholt. Warden Valley ist eine weitere Basis der Weißhüte. In Connecticut gibt es eine Einrichtung, aber ich weiß nicht genau wo. In Florida gibt es eine Basis, die während des Hurrikans Dorian von einem SEAL-Team gestürmt wurde. In Georgia gibt es unter Atlanta einen Komplex von 3 Basen, weil es das regionale Center dort ist. Die NWO schweigt sich darüber aus, aber es gibt 3 Basen dort, wovon eine mit der Dobbins Luftbasis verbunden ist. It has 3 large underground facilities, which are composed of Kennesaw Mountain, Marietta, which is connected to Dobbs Air Force Base, and the South Atlanta, which is entered through Forest Park. Dann haben wir die Thomasville Basis, eine weitere FEMA Basis. Ein Lager, wo sie Leute in Suchen- und Zerstören-Missionen trainierten, bekannt als zivile Attentäter. Dies ist die Nummer-1-Anlage, um diese Leute zu trainieren. Hier wären die Drähte zusammengelaufen, nachdem die Nukes eingeschlagen wären und der Dritte Weltkrieg angefangen hätte. Sie planten dies 2-3 Monate nach Hillarys Wahlsieg. Man hätte vor Nordkorea ein U-Boot, eine Rakete abfeuern lassen und hätte Russland beschuldigt. Damit wäre der Nuklearkrieg angefangen. Hier wären die UN-Sicherheitskräfte und die UN-Taskforce zu Hause gewesen.
Ein Schüler von mir und ich sind da reingegangen und haben Bilder gemacht. Das ist absolut real. And scroll up there, Rick. Please, sir. Thank you. Kanada sollte ihre eigenen Truppen haben. Das zieht sich bis nach Kanada rein. Die CIA kann Leute auf rote und blaue Listen schreiben. Kurz bevor Hillary kandidierte, bekam man auf seinen Briefkasten einen Punkt. Ein roter Punkt bedeutet, dass du einfach mit anderen zusammengetrieben und getötet wirst. Ein blauer Punkt bedeutet, dass man Handelsware als Sklave ist.